Willkommen zurück bei Pokémon Rubin und dieses Mal, ja, auf dem Weg nach Wechselfeld. Ja, wir haben in diesem Part jede Menge Trainerkämpfe vor uns. Ich bin voller Schwung und Elan und mein Pokémon nicht minder. Ja, bin gespannt, was du für Pokémon hast. Pfadfinder. Camper. Der tut immer in Counter-Strike campen, genau. So, Sandan. Was machen wir denn damit? Wir können es nicht angreifen, weil es ein Boden-Pokémon ist. Da wechsle ich zu... Es könnte ein Walzer vielleicht kommen. Aber ich weiß nicht. Kann Sandan ein Walzer? Nee, ne? Ich riskiere es jetzt einfach. Na gut, Sandwirbel senkt nur unsere Genauigkeit. Ist halb so schlimm. Ah, und Sandklinge trifft mich. Ist ja mal schön. Jetzt auf mich an zu... im Sanden anzusenden. Hallo! Lass mit angreifen. Ich meine, Sandan erhöht seine Verteidigung, ne? Und wenn es so weitergeht, hat er bald. Ach egal, komm, ich wechsle gleich zu Jungblut und mach ihn alle. Ja, er einigelt sich weiter. Als ob das was bringen würde. Ich meine, der übersteht höchstens einen Angriff. Aber den zweiten nicht mehr. Ja gut, das ist. Ich mit meiner Pokémon Klugscheißerei hier. Naja, es funktioniert nicht immer. Aber häufig. Also ich muss mal kurz meine Tastatur ein bisschen umbauen. Geht mir mitten im Weg. Und ich glaube, man hört meinen Tastengetippe immer wieder. So, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich übersteuere ein wenig, sehe ich gerade. Aber ist ja egal, ihr seid es ja gewohnt, dass ich ein bisschen übersteuere. Ach Mensch, warum ist Jungblut jetzt vergiftet? Jetzt Giftstahl lassen, ne? Ich habe gerade nicht hingeschaut, weil ich gerade geredet habe und sehr unaufmerksam war. Ja, das ist zum Glück nur ein Pokémon, aber unser Jungblut kriegt jetzt Damage nach und nach. Schritt für Schritt leidet unser Jungblut. Ach, das arme Jungblut. So, hier haben wir im Safe-Let's Play unser Team-Pokémon gefangen. Hier werden wir allerdings keins unserer Team-Pokémon fangen und das war unser Team-Pokémon in der Saphir-Edition. Das war damals ein Kamau. Gut, ja, ich laufe jetzt einfach weiter. Machst du ein Picknick? Da musst du einfach vor Freude laut singen. Komm, wir singen zusammen. Nein, ich singe nicht mit dir. Fick dich. Okay. Camperin. Ne, Picknickerin. Natalie heißt die. Ja, tun wir ihr mal die Flügel stutzen. Es ist ja ein weibliches Schwalbini. Eine Trainer weiblich sind auch ihre Pokémon weiblich. Ist der männlich, sind auch seine Pokémon männlich. Das ist immer irgendwie dasselbe. Und irgendwie voll schwul. Lombrero! Ich paralysiere es mal. Lombrero zu besiegen ist etwas schwierig, gell, als das Schwalbini. Oh, da staunst du aber, was? Schockwelle. Gegen Pflanze Wasser. Normal stark. Ah, hat die Hälfte abgezogen ungefähr. Aber ich glaube, ja, jetzt noch Schockwelle und ein Ruckzuckhieb und das war's mit Lombrero. Naturkraft, oh nein! Sternschauer, ne, ich dachte es kommt Erdbeben, aber Erdbeben kommt ja nur beim Strand. Ruckzucki. Und tschüss. In Höhen kommt glaube ich Steinhagel. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Ich habe noch gar nicht gesungen aus dem Anfang. Okay, hier. Ich bin stark, ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Ja, das wollen wir mal sehen. Wieder ein Camper. Auf zu campen, Mensch. Na gut, da steht er nur die ganze Zeit dran. Also ist jeder Trainer eigentlich ein Camper. Schockwelle. Unser Fritzeblitz ist langsam richtig stark. Ich glaube, wir müssen unser Ninja-Tom trainieren. Anstatt Fritzeblitz. Naja, aber ich habe das Gefühl, Fritzeblitz entwickelt sich bald. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wann sich Fritzeblitz entwickelt. Ich schätze irgendwas mit Ende 20. So mit Level 28, schätze ich.
Ich nehme mal Ninjatom, weil ich nicht glaube, dass Planas unser Ninjatom angreifen kann, obwohl es ein Undicht-Pokémon ist. Kann es keine Undicht-Attacke. Wachstum. Das ist ein Spezialangriff, aber es wird gegen Ninjatom nichts bringen. Ich bin jetzt wütend und zerschneide ihn ein wenig. Sehr effektiv. Ach, vierfache Stärke sogar. Bei Käfer gegen Pflanze Undicht ist vierfach stark. Und das war's. Blanas ist down. Okay, ja. Den hat auch erledigt. Ja, und mir sagen, er weint nicht. Ich weine, weil ich meine Magni vermisse. Egal. Kinderspiel. Wortwörtlich. Meine Beine sind durch das Klettern in den Bergen richtig muskulös geworden. So leicht werde ich ihn also nicht einknicken. Mein Freund. Ja, wir sind hier gleich bei der Seilbahn. Sie können wir allerdings noch nicht betreten, weil Team Magma uns den Weg blockiert. Dazu müssen wir zuerst in den Kraterberg, heißt der. Und sie da daran hindern, irgendwas Böses zu tun. Was es ist, weiß ich nicht mehr genau. Emsule. Hilft nur gegen Fritzelblitz, aber Fritzelblitz kann dich eh nicht angreifen. Und die Jungblut leidet. Haben wir denn ein Gegengift? Ne, wir haben kein Gegengift. Oh, komm. Mein Arm ist Jungblut. Sorry, Jungblut, aber du musst weiter leiden. Tut mir richtig leid. Und tschüss, Kleinstein. Ne, hier Tom hätte man nicht einsetzen können, weil Kleinstein bestimmt Walzer kann. Kleinstein. Ja, treten wir es wieder zum Mond. Wie viele Kleinsteins haben wir in diesem Let's Play eigentlich schon mit Doppelkick gekillt? Das war Kleinstein Nummer 100.000 Millionen irgendwas. Oh Gott, der hat ja nur Kleinsteins, nicht einmal Macholo hatte. Wahrscheinlich ist das letzte von dem in Macholo. So, das war Kleinstein Nummer 3. Scheiße, wenn Jungblut down geht, dann haben wir dann fällt es uns schwer, Gesteins-Pokémon zu killen. Und das Gift, das könnt ihr noch. Oh, 3 KP. Boah, das war knapp. Andernfalls hätten wir ein richtiges Problem jetzt. Oh, es hat einen Doppelkick überlebt. Andernfalls hätten wir ein riesiges Problem jetzt, Kleinstein zu killen, weil mit 14 Blitz kommen wir nicht an und mit Ninjatom ist es eher schlecht, weil Ninjatom nur 1 KP hat und durch Steinsattacken gekillt werden kann. Okay, ich glaube, ich muss zurück ins Pokémon Center gehen. Das mache ich auf Screen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Musik. Ja, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, deswegen sitze ich gerade auf mein schönes Fahrrad. Seilbahn zum Schlotberg. Ein kurzer Weg nach oben. Okay, ich heb da mal ab. Spurs! Hier. Wie wär's, wenn wir kämpfen? Du und ich. Warum lachst du? Was gibt's da zu lachen? Der grinst sogar hier noch. Naja, freut mich, dass hier kein Kleinstein kommt, sondern ein Kamaup. Wir können Kamaup allerdings nicht angreifen, weil Kamaup vom Zweityp Boden ist. Das heißt, mit Ninjatom können wir auch nicht angreifen, weil Ninjatom schwach gegen Feuer ist, weil es ein Käfer-Pokémon ist. Ich nehme jetzt Jungblut. Kamaup benutzt Heuler! Und Doppelkick. Also momentan sind wir Ninjatom auch sehr schwach dran gerade, weil es hier sehr viele Gesteins- und Feuer-Pokémon gibt. Deswegen können wir mit Jungblut hier noch wenig anfangen. Später allerdings können wir es gut nutzen. Bei Wasser, im Wasser zum Beispiel, wenn wir Surfer einsetzen, dann ist es perfekt zum zum Besitzen dieses Jungblut, ich meine dieses Ninjatom. Kann man es perfekt einsetzen. Weil Ninjatom ja nicht von Wasser getroffen werden kann. Also Ninjatom hat seine Stärken und seine Schwächen. Ich habe es halt für dieses Let's Play halt mal eingebaut, um zu schauen, wie es eigentlich so ist im Kampf. Ob es gut ist oder nicht. Ja. Und weil es noch nie ein Team hatte.
möchte auch mit dieser Seilbahn nach oben auf den Gipfel fahren. Was hast du zu sagen? Wo bleiben nur die anderen, die in Laubwechselfeld waren? Sie sind spät dran. Oh Mann, wir müssen nach Laubwechselfeld und sie aufhalten. Was auch immer sie gerade da machen. Gut, was für ein Ding heißt es? Das ist der feurige Pfad, okay. Hier gibt es Quirtle und andere Feuer-Pokémon. Komm auf, ist eins, genau. Schön, dass du auftauchst, wenn ich dich erwähne. Ja, Jungblut. Boah, wir müssen echt unser Ding trainieren. Also momentan können wir nur Jungblut einsetzen, weil es hier... weil es hier Gesteins-Boden-Pokémon gibt. Aber wir werden später eine Alternative haben, nämlich ein Wasser-Pokémon. Vielleicht im nächsten Part sogar, wenn wir jetzt im nächsten Part nach dem Laubwechselfeld ankommen, was ich sehr bezweifle. Bei unser viertes Team-Pokémon werden wir in Laubwechselfeld fangen. Und es ist richtig, richtig gut. Hat sich noch nie im Team, aber ich weiß, dass es richtig stark ist. Aber mehr dazu in 2-3 Parts oder ja. Und hier endlich ein Pokémon, das wir bekämpfen können. Ich glaube, ich nehme mal Ninja Tom. Tja, Karate-Schlag. Geht nicht durch Wunderwache. Pech gehabt. Und jetzt bin ich wütend und greife dich mit meiner Klinge an. Wie gesagt, Fußkick funktioniert nicht. Ninja Tom kann übrigens vom Verzweifler getroffen werden. Also ist Ninja Tom nicht ganz unbesiegbar. So, Zornklinge. Und Zornklinge wird immer stärker. Nach und nach wird die Klinge immer schärfer und härter. Bis es sogar ein Kampf-Pokémon eliminieren kann. Okay. Ich werde hier noch zum the craziest Let's Player ever hier, wenn ich so weitermache. Ja, hier brauchen wir Stärke. Wir haben Stärke zwar, aber dafür brauchen wir erst einen neuen Orden. Und zwar den aus Lavastadt, den nächsten Orden, also. Kurton! Ah, das weiß ich nur aus Pokémon. Das Gürtel vom Ash. Kurton! Das ist vom Typ hier einfach nur Feuer. Nicht vom Typ Boden. Ist ein typisches, pures Feuer-Pokémon. Und es kann Fluch. Sein Angriff, Verteidigung und seine Initiative. Bei Geist-Pokémon funktioniert der Attacke anders. Bei Geist-Pokémon fügt er sich selber Schaden zu und der Gegner kriegt in jeder Runde Schaden. Ähnlich wie bei, wie bei Verbrennung, bis auf das es dann ein höherer Schaden ist bei Fluch. Und tschüss, Gürtel. Wir hätten es fangen können. Naja, egal. Ich will hier ja nicht alles fangen. Komm, wie lang ist dieser Pfad noch? Komm auf! Freut mich, dich zu sehen, Ex-Team-Pokémon. Ja, ihr seht, ich kämpfe jetzt ein bisschen gegen wilde Pokémon, um ein wenig zu trainieren. Kann mir nicht schaden, zwischendurch auch ein bisschen zu trainieren, weil ich möchte ja nicht in der Liga alle offscreen trainieren. Das ist ja ein bisschen, ja, sonst wird es ja wieder im Saphir-Display ein bisschen langweilig. Denn wo ich in Sophia's Play die Pokémon auf Level 55, glaube ich, war es, trainiert habe offscreen, das war richtig, richtig mühselig. Und deswegen kämpfe ich jetzt auch gegen wilde Pokémon, damit ich das Ganze ein bisschen beschleunigen kann mit dem Level. Das ist echt fraglich. Ich habe hier eine Fragebeere gefunden. Oh, eine Pirsifbeere. Natürlich möchte ich die zwei Pirsifbeeren pflücken. Der Boden ist wieder reich und lehmig. Zwei Pirsifbeeren. Möchtest du die Pirsifbeeren pflücken? Ja. Kevin pflückt die zwei Pirsifbeeren. Kevin packt die zwei Pirsifbeeren in die Bärentasche, in die Tasche des Beutels. Ja, komm. Genug rumgekindelt. Gekindelt? Heißt, man sagt, nimmt man es gekindelt. Ah ja, übrigens, in der Smart-Edition gibt es hier noch weitere Trainer. Zwei Stück, glaube ich, gibt es hier noch. Hier allerdings nicht. So, wo geht's denn hier lang? Die Wüste! Der Sandsturm ist zu stark. Dagegen kann man nicht angehen. Ach, da habe ich einen geilen Remix auf YouTube gefunden. Auch wieder vom Poké Remix Studio. Ich glaube, den werde ich dann einfügen, falls wir hier in dieser Route mal sind.
und die ganzen Trainer besiegen werden. Weil die ist echt richtig, richtig cool. Was machst du da? Hallo? Ich trainiere ganz individuell. Ich fordere alle Trainer, die ich sehe, heraus. Na gut, dann viel Spaß beim Verlieren, ne? Schwarzgurt Kenji. Na, hier können wir unseren Ninja-Tom wieder einsetzen. Ninja-Tom, komm her! So muss man dieses Kampf-Pokémon hier ausschalten. Also hier ist wieder... Hier ist unser Ninja-Tom wieder sehr gut vom Vorteil gegen dieses Kampf-Pokémon. Zornklinge! Ja, wir kämpfen jetzt wieder wie vorhin gegen das Machol in der in dem vorigen Part. Zornklinge, Zornklinge, Zornklinge! Eine immer stärker werdende Zornklinge, die nicht aufhören wird, wenn es Machcholo niedergestreckt ist. Wir werden seinen Körper zerfetzt mit der Klinge unseres Ninja-Toms. Warum singst du meine Verteidigung? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ninja-Tom braucht gar keine Verteidigung, weil es eh nur ein KP hat. Ach ja, mit Ninja-Tom können wir in der Wüste übrigens nicht kämpfen, weil in der Wüste es ja einen Sandsturm gibt. Das heißt, wenn wir unseren Ninja-Tom einsetzen würden in der Wüste, wäre es sofort down. Der Ninja-Tom kann auch von Hagel und Sandsturm getroffen werden. Auch wieder ein riesiger Nachteil. So, und hier sind wir. Oh, da gibt es wieder ein paar Bären. Bären! Bären, ich will die Bären! Drei Himbeeren! Möchtest du die Himbeeren pflücken? Ja, Kevin pflückt die drei Himbeeren. Kevin packt die drei Himbeeren. Ja, 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 komm. Nochmal Himbeeren und die links sind Sinelbeeren. Zwei Stück. Yay! Sinelbeeren, komm her! Halt meine Pokémon, ihr Sinelbeeren! Nochmal, hier Sinelbeeren! Yay! Okay, was hast du zu sagen? Nein, immer nicht. Ich habe meine Pflanzen sehr oft gewässert. Sie trugen sehr viele Blüten. Und dann wuschen sie auf einmal... Was? Und dann wuschen... Dann wuchsen auf einmal viele Beeren. Hier, bitte. Die schenke ich dir. Himbeer, yeah! Himbeer, yeah! Nicht Bär, Himbeer, ja. Ist man so in einem Wald in den Vereinigten Staaten? Yay, yeah, ein Himbeer! Oh, meine Güte! Sind deine Pokémon nicht erschöpft? Wenn du magst, oh, sieh ich doch hier aus. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja. Ja, und die fragt uns ständig, ob wir unsere Pokémon noch mal heilen würden. Wollen. Gibt allerdings keinen Sinn. Das reicht schon. Ach so, na, das macht doch nichts. Wir suchen mich bald wieder. Hey, dein Fernseher läuft und du schaust nicht hin. Stromverschwendung. Ja, jetzt können wir unsere Geheimbasis bald aufbauen. Genau, wir kriegen hier jetzt Geheimpower. Das war von dem Typ, sie hier. Was ist das, was ich hier mache? Ich überlege, ob ich mir mit meinem eigenen... ob ich hier mein eigenes Refugium mit Hilfe einer Pokémon-Attacke einrichte. Genau, ich gebe dir diese TM. Richte dir damit auch dein eigenes Reich ein. Aber wir sind irgendwie so schnell in diesem Part. Wir haben schon die Hälfte des Parts fertig und wir sind schon fast bei Laubexelfeld. Setze davor Geheimpower ein. Einige Äste werden sich öffnen, wenn du dann... Was? Wenn du kannst, dann den... Und du kannst dann den Baum hier hinaufklettern. So findest du einen großen Raum, den du nach eigenem Geschmack einrichten kannst. Das ist ein eigener geheimer Raum, eine Geheimbasis. Du solltest auch eine einrichten. Du musst dir eine Geheimbasis nicht unbedingt in einem Baum einrichten. Du setze Geheimpower an steinigen Wänden ein, die Einkerbungen haben. Ich schaue mich jetzt nach weiteren Orten um. Tschüss! Das ist ein Miami hier. Okay, hier ist noch ein Trainer. Zeig mir, wie stark deine Pokémon geworden sind. Oh, der erste Ast-Trainer in dem Spiel. Bin gespannt, was für Pokémon der hat. Pascal. Fritzelblitz, der hat auch einen Fritzelblitz, du Nachmacher. So, wer hat hier das stärkere Fritzelblitz? Ich glaube, dann schwäche ich mal ein bisschen mit Donnerwelle. Paralyse, Paralyse, Paralyse. Ich wusste es. Deswegen habe ich jetzt auch ständig gesagt Paralyse, weil ich jetzt befürchtet habe, dass er jetzt dasselbe macht wie wir. Ruckzucki. Und was macht er? Er macht gar nichts. Er ist paralysiert. Er kann nichts machen. Okay. Er senkt meine Verteidigung. Wird es ihm was bringen? Ich glaube nicht, dass es ihm was bringt.
Autsch! Oh, Nachmache! Und tschüss! Wir hätten auch Ninja-Traum wieder einsetzen können, aber naja. So, Makuhita. Schockwelle! Sandwirbel ins Gesicht. Schäm dich. Aber Schockwelle trifft eh immer, also was juckt mich das? Ey, ich meine, jetzt juckt mich gar nicht. Und noch einmal. Ach, Hokusuki wäre besser gewesen. Wobei, nee, Fritzblitz wurde ja vom Sandwirbel getroffen. Ach, komm! Blöde Paralyse. Und tschüss. Okay, Level up, glaube ich, oder? Ja. Level 24, Fritzeblitz. Entwickelst du dich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Weil immer ein Pokémon, das nicht in unser Team gehört. Also kommen wird. Ach komm, Fritzeblitz. Paralyziert, es kann uns angreifen. Hör auf zu platschen, das bringt doch nichts. Auf Carpador nachzumachen. Ich werde das haben. Ich werde die Evolution. In der Evolution haben sich die Weimers von Carpador den Platscher abgeschaut und so haben die Weimer die Attacke Platscher gelernt. Ich habe es zu spüren bekommen. Du bist ein Astrain und setzt Platscher ein. Ich habe es zu spüren bekommen. Dein Pokémon sind viel stärker geworden. Aha, wir können jetzt Geheimpower einsetzen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich hier einfach mal improvisorisch. Welches Pokémon wollen wir denn Geheimpower beibringen? Wir können Geheimpower jederzeit neu kaufen in Graphic Port City von dem Typen da. Das heißt, ich kann das jedem Pokémon beibringen, wo ich gerade Bock habe. Ninjatom, können wir das beibringen? Ninjatom, ich weiß nicht, Ninjatom. Ich schaue mal, ne? Also ich glaube, Doppelteam ist eher useless, weil, ja. Weil ich nicht gegen einen Pokémon kämpfen will oder möchte, dass Ninjatom mit einem Angriff killen könnte. So, okay, setzen wir einfach mal Geheimpower ein. Wenn einige Äxte herunterhängen, kann man auf den Baum klettern. Möchtest du Geheimpower einsetzen? Ja. Ninjatom setzt Geheimpower ein. Zack, ein dicker Ast fällt herunter. So, hier ist eine Geheimbasis. Möchtest du hier eine Geheimbasis errichten? Ja. Okay, wir können jetzt auf den PC zugreifen und uns hier ein paar Sachen einrichten. Wie zum Beispiel diese useless Puppe hier, die wir bekommen haben. Man kann hier auch andere in Sachen einrichten, Tische, Stühle, Pflanze, Ornament, Matte, Poster, Puppe und Kissen. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut das Lassafir Let's Play, The Special an, Geheimbasis heißt es. Ich glaube, ich werde sie verlinken. Und ja, aber wir werden hier das, glaube ich, kaum nutzen, dieses Future in diesem Let's Play. Vielleicht, wenn ich mal Lust habe, aber eher nicht. Weil es auch sehr kostspielig ist, die ganzen Möbel. Heilen wir schnell unseren Pokémon. Nein, ich habe mich vertappt. Ah, okay. Und jetzt geht's auf nach Laubwechselfeld. Hier ist lang. Oh, deine Pokémon machen den Eindruck ernsthafter Schauspieler. Ich möchte sie gerne was engagieren. Nee, danke, kein Interesse. Meine Pokémon kämpfen lieber und zerreißen das Blut ihrer Feinde und schlürfen es dann mit einer Schüssel auf. Schockwelle. Und Wingull wurde gewonnen. Kamerab. Gegen Kamerab können wir nur unser Jungblut jetzt momentan einsetzen. Bis wir unser neues Team-Pokémon bekommen haben. Hätten wir Ninjatom eingesetzt, hätten wir Ninjatom jetzt verloren. Doppelkick. Und tschüss. One-Hit-Kill sogar. Na gut, ein One-Hit-Kill war es nicht, weil es ja zweimal angegriffen wurde. Naja. Das letzte Pokémon ist Resselia. Na, wollen wir ein paar Pflanzen verbrennen? Ich glaube ja, komm. Blut. Also gut, ich greife jetzt Resselia an mit der Blut. Oh Mensch. Stachelspore. Scheiß Attacke. Ninjatom einzusetzen wäre auch ein bisschen riskant, weil Roselia vielleicht Giftpuder beherrschen könnte. Komm, diese Bagappe hier noch, das gibt's doch nicht. Mega Sauge. Jetzt aber.
Jetzt aber keine Paralyse. Gut. Gut, okay. Ach komm, ich dachte schon, das reicht nicht. Und ja, noch 9 Level, da haben wir einen Logok. Sie sehen nicht nur stark aus, sie sind auch stark. Okay, hier ist die 113. Ich glaube, wir fangen sie noch ein wenig an und dann im nächsten Part machen wir sie dann fertig und erreichen das Wechselfeld und fangen unser viertes Team-Pokémon. Pandir! Das Pokémon mit den 1 Million verschiedenen Aussehen. Denn der Punkt, der im rechten Auge gerade ist, der verschiebt sich immer anders. Und so gibt es mehrere Kombinationen. Ich glaube, das sind 1 Million, habe ich im Wiki gelesen. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Und was den Wert, also was das bestimmt, diesen Punkt, das ist die spezielle, wie heißt PI, glaube ich, das persönliche Identification, glaube ich, auch keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall ist jedes Pokémon einzigartig und je nachdem, welchen Wert dieses Pokémon hat, ist so, ja, diesen Prozess, ich rede hier wieder Bullshit, je nachdem, was für ein Wert es hat, dieses Pandiri, dem ist der Punkt anders versetzt. Ich glaube, ich habe es jetzt ausgesprochen. Ja, ihr seht, dieses Gras, wo wir gerade sind, das färbt sich grün, wenn wir drauf sind, das ist Asche. Und wenn wir über eine Asche steigen, sammeln wir sie auf. Und deswegen färbt sich das grün. Allerdings bekommen wir noch keine Asche, weil wir noch keinen Aschebeutel haben oder sowas. Und wenn wir genug Asche gesammelt haben, können wir uns damit Flöten und Dekorationen für unsere Geheimbasis kaufen. So, Pandir ist jetzt fällig. Diesmal 2 Punkte. Eins an der rechten Backe, eins im linken Auge. Wahrscheinlich ist es nur ein blauer Fleck jetzt gerade. Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen. Über Boden und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du hergelaufen bist. Total klasse. Hier ist ein Trainer. Warte mal, warum es hier draußen so kühl ist? Wegen der Asche da? Ich habe keine Ahnung. Teenager Moritz. Okay, der Lieblingsname von Emos, Moritz. Ich wechsle. Knackleon ist ein Pokémon, das wir im Team hatten, in der Saphir Edition, Libeldor. Und ein Boden-Pokémon, wir können es nicht angreifen, außer, ja. Ach komm, Piss! Oh, komm, ich. Scheiße, ich hätte es wissen müssen. Knackleon kann viele Unlicht attacken. Oh Gott, und ich setze ihn jetzt um ein. Okay, Jungblut, komm her. Ist meine letzte Hoffnung. Doppelkick. Doppelkick. Und tschüss. So, what's coming now? Now it's coming Geradax. Entwicklung aus Zigzax. Und ja, One-Hit Kill, vierfach, nee, doppelte Stärke, vierfach ist es nicht, doppelt nur. Okay, kurze Blitzeile, Level 25, entwickelst du dich jetzt? Schnüffler, Schnüffler ist gegen Eis-Pokémon, glaube ich, gut, hindert Gegner daran, ihren Fluchtwert zu erhöhen. Ich glaube, damit kann man sogar Geist-Pokémon treffen, soweit ich weiß, aber ich glaube, Schnüffler ist eher useless. Und selbst wenn wir es einsetzen, also selbst wenn wir es ihm beibringen würden, würde es die Attacke nur sehr selten einsetzen. Boah, das stinkt. Ich glaube, ein, zwei Trainer machen wir noch und dann beende ich den Part. Wie zum Beispiel diesen Ninja da. Aus den Aschen erhebe ich mich. Ja! Yeah! Herausfordern tue ich dich. Ja! Yeah! Oh, wir kämpfen im Sand. Jetzt könnten wir Geheimpower einsetzen. Aber Smogon hat Schwebe gegen Erdbeben. Schockwelle. Ich glaube, der hat nur Smogons. Smogon hatten wir auch im Team, im Team Rocket Let's Play. Ich starte. Oh komm, das werden hier lauter One-Hits, glaube ich. Ich glaube, Smogon hat sogar die Fähigkeit Finalschlag. Oder gibt es hier Finalschlag in der Generation 3?
Ich glaube, in der vierten wurde es eingeführt. Und zwar bei Drift Zeppeli. Nee, bei Driftlon und Drift Zeppeli. Aber ob es in der dritten schon Finalschlag gab, ich weiß nicht. Na, ja, jedenfalls sind es jetzt alles One Kills. No problem for me. Ah, knapp. Knapp. Aber ja, knapp ist knapp. Ruckzuckieb. Ah, komm. Nein, nicht vergiften. Smog kann vergiften und zwar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ah. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%, glaube ich. Na ja, komm, jetzt ist Fritzelblitz, dieses arme Fritzelblitz ist vergiftet. Ich bin ganz traurig. Eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Oh, oh, Fritzelblitz leidet. Und was ist jetzt los? Emulator abgestürzt oder was? Moment, tut sich nichts mehr. Ich kann jetzt nicht mehr bewegen. Na gut, dann beende ich diesen Part jetzt einfach mal und dann jetzt im nächsten Part weiter. Und wir sammeln dann dieses Item ein. Bis zum nächsten Part. Servus.